Formel 1 News zu den Kosten beim Japan Grand Prix. Beim Japan Grand Prix gab es 7 Fahrer, die Schäden an ihren Autos hatten. Logan Sargeant, Lance Stroll, Sergio Perez, Pierre Gasly, Alex Albon, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Bedenkt bitte, dass es sich dabei um Schätzungen handelt. Guanyu Zhou verursachte einen Schaden von $125.000 wegen einem beschädigten Frontflügel. Lance Stroll beschädigte seinen Heckflügel sowie den Unterboden und das kostet Aston Martin $317.000. Alex Albon, Sergio Perez und Valtteri Bottas hatten alle beschädigte Frontflügel und beschädigte Unterböden, Kostenpunkt jeweils $350.000. Pierre Gasly sorgte Ende des zweiten freien Trainings für einen Crash, der folgende Schäden am Auto hatte. Frontflügel, Bremstrommelabweiser, Vorderradaufhängung, ein Rad, Unterboden und eine Bremse macht zusammen $515.000. Logan Sargeant hatte mehr als einen Unfall, dementsprechend ist die Liste auch länger. 2 Frontflügel, Bremstrommelabweiser, 2 Vorderradaufhängungen, 3 Räder, Seitenverkleidung, Heckflügel, Unterboden und 3 Bremsen. Alles in allem sind das $1.112.000. Zusammengerechnet beträgt die Summe der Schäden der 7 Fahrer $3.119.000, was Platz 3 nach dem Niederlande Grand Prix und dem Monaco Grand Prix ist. Für weitere Formel 1 News folgt gerne meinem Kanal.